In der Mode wird ja gern die Individualität betont, dann wird ein Trend ausgerufen, Ergebnis, alle tragen doch wieder das Gleiche. Bisher sieht man in der Fashion-Szene selten Menschen mit Handicap. Zu Unrecht, wie eine Modenschau im österreichischen Salzburg bewiesen hat. Dort waren auf dem Laufsteg Menschen mit und ohne Behinderung zu sehen. Die Idee dazu hatte die Diplomklasse einer Schule für Sozialbetreuungsberufe. Der Weg zur Bühne war nicht ganz barrierefrei, aber die Präsentation, die war wirklich inklusive. Das heißt, jeder kann gut aussehen, Hauptsache Geschmack. Wochenendruhe im Salzburger Stadtteil Lehen. Hier war früher der Traditionsverein Austria zu Hause. Wo diese drei Herren vorfahren, stand einmal die modernste Fußballarena Österreichs. Heute sind hier unter anderem die Stadtbibliothek und ein Veranstaltungszentrum untergebracht. Und hier geht es auch nur am Rande um die schweren Maschinen und ihre Besitzer. Es wird eine Modenschau stattfinden. Models mit und ohne Behinderung präsentieren Motorradkluft. Harley-Kult und Handicap, wie passt das zusammen? Die Beziehung ist eigentlich da, weil Harley fahren bedeutet Freiheit, Spaß und ist eigentlich ganz was Lockeres. Und es sind eigentlich die ganzen Harley-Fahrer und auch das Publikum sehr offen für sowas. Also die sind eigentlich ziemlich locker. So Harley macht eigentlich in der Richtung sowieso einiges. Und deswegen, dadurch, dass ich selber auch in dem Beruf tätig bin, als Sozialbetreuerin bei der Lebenshilfe, ja, hat sich das einfach alles so ergeben. So wie vorhin, oder? Wir haben in jedem Jahr ein Abschlussprojekt. Und in der Beginnphase von dem Projekt gibt es immer die Phase, wo man das Projekt aussucht. Und das haben wir in einer Gruppenarbeit gemacht, in drei Gruppen. Und die Aufgabenstellung war total offen. Und alle drei Gruppen haben eigentlich die gleiche Idee gehabt, ohne dass sie sich vorher abgesprochen haben. Das heißt, das ist dann von allen drei Gruppen in der Präsentation rausgekommen. Wir machen integrative Modenschau. Die Models sind eigentlich durch persönliche Kontakte von uns engagiert worden. Und zwar arbeitet ja jeder und jede, die in die Schule geht, in einer Einrichtung der Behindertenhilfe. Und da haben wir dann einfach Personen angesprochen, ein bisschen sondiert, wer möchte, wer hat Lust, wer traut sich. Das ist doch eine große Aufregung und eine, ja, eine Herausforderung. Und so sind sie dann zusammengekommen. Ganz barrierefrei ist die Veranstaltung allerdings nicht. Damit auch alle Models auf die Bühne gelangen können, müssen die Veranstalter mit anpacken. In der Garderobe ist inzwischen das Lampenfieber zu spüren. Ich bin es gewohnt, dass ich auf der Bühne stehe, weil ich bin Rollstuhltänzerin seit 3 Jahren. Obwohl, ich habe trotzdem sehr großes Lampenfieber. Ja, also eigentlich alles nicht relativ ruhig. Also ich finde es nicht hektisch. Alles gut angelaufen, hat sehr gut gepasst. Ich bin sehr zufrieden mit meinen beiden Partnern. Mir hat eine, die heißt Elisabeth Lauf, mit der ich diesmal Betreuerin, und hat gesagt, ich soll daherkommen und mitmachen. Und ich habe gesagt, ja, ich mache gern mit bei sowas. Was tragen Sie denn privat an Kleidern am liebsten? Ich trage eine Jeanshose am liebsten. Eine Jeanshose? Jeanshose. Jeanshose? Ja. Ah ja. Aha. Projektleiter Franz Promberger bespricht mit der Moderatorin Elisabeth Losbichler die letzten Details. Elisabeth ist in diesem Metier zu Hause. Sie arbeitet freiberuflich für einen Wiener Rundfunksender. Solche Veranstaltungen wie heute sind aus meiner Sicht, tragen sie dazu bei, dass diese Barrieren im Kopf ein bisschen kleiner werden und man dann leichter Brücken bauen kann zueinander. Eine Modenschau steht und fällt mit der richtigen Musik. Die Rockband Robin Masters aus dem oberbayerischen Rosenheim erschien den Veranstaltern als die beste Untermalung für ein Motorradmodelabel. Nun wird es ernst. Trotz des fast sommerlichen Wetters sind rund 100 Zuschauer in die Tribüne im Lehen gekommen. Die Anspannung ist weg. Wo es bei der Hauptprobe noch gehakt hat, läuft jetzt alles reibungslos. Thank you.
begeistert, wie die behinderten Models, mit welcher Freude und Begeisterung die dabei sind und wie unbeschwert die das machen. Und die optimale Mischung aus behinderten und nicht behinderten Models, die verschiedenen Model-Labels, ich finde, dass das eine ganz gelungene Mischung ist. Ja, sehr interessant und einfach ganz was anderes einmal. Und ich finde es einfach gut, dass Leute einfach auch mit Behinderungen in den Vordergrund treten, dadurch. Von Haus aus wird da viel zu sehr differenziert. Ja, das sind aber eher wir, sind da eher die Behinderten, sage ich, die also schlechter umgehen können damit. Gell? Bikermode und Lederhose. So ganz ohne Tracht kann eine Modenschau am Rande der Alpen dann doch nicht stattfinden. Behinderte Menschen haben aus meiner Sicht dieselben Bedürfnisse als Nichtbehinderte. Und daher ist es egal, welches Modelabel man mit Behinderten in Verbindung bringt. Und wenn man sieht, mit welcher Freude die das machen, ist es schön zum Anschauen. Inklusion auf der Bühne. Das Projekt der Salzburger Schule für Sozialbetreuungsberufe hat gezeigt, dass auch in der Modewelt Behinderung kein Hindernis ist. Beim nächsten Mal wird dann wohl auch der Weg zur Bühne barrierefrei sein.